Ken ist im Ausland. Ich würde aber gerne gucken, wie viele Lebenspunkte er hat und so. Geht das hier? Hier kann ich ihn nur zu- und wegordnen. Ah, gut. 30 Sekunden. Da musst du drin sein. Zumal der Agent jetzt hier auch weg ist. $300 alle 60 Sekunden. Wir sind sowas von arm langsam. Da ist unsere Mariana Mamba. Ja, ein Hoch auf das Mittelzeitgedächtnis. Das braucht noch. Ah, ist das schön, wenn wir die dann alle haben und dann keine Agenten mehr kommen. Dann können wir uns erstmal richtig schön konsolidieren, alles erforschen. Dann schicken wir unsere Kung-Fu-Kämpfer. Das war die Rüstung. Und die Mission ist noch da. Sehr schön. Dann können wir unsere Kung-Fu-Kämpfer in die teuren Länder schicken. Erstmal Geld verdienen, bis wir so auf 1,5 Millionen kommen. Und danach können wir den Rest machen. Techniker 5 Stück, Risiko 0. Das machen wir nochmal schnell. So. Ihr könnt alle nach Hause. Es hat keinen Sinn, hier zu bleiben. Alle weg, alle weg, alle weg. Wut müsste auf Maximum sein. Oh. Doch nicht. Sehr schön. Das wäre dann Totempfahl Nummer 3. Und hier ist nur noch... Ah doch, immer noch 5 Kammerdiener, ein Söldner und Kane. Der hoffentlich demnächst eingeflogen wird. So, du verschwörst wieder. Wo haben wir noch Leute? Da haben wir Leute am Arbeiten. Was macht ihr hier? Also ihr sollt den Totenfall klären. Okay, Rest ist soweit in Ordnung. Zurück auf die Spielkarte. Schwächen. Hier sieht es soweit okay aus. Da ist noch ein Trupp. Der sieht sich gerade zurück. Sehr gut. Okay. Das war jetzt gerade... Ha. Jetzt, da sich die mächtigsten Artefakte der Welt in ihrem Besitz befinden, brauchen wir nur noch einen stabilen Cashflow, um die Stellung unserer Organisation als Weltmacht zu zementieren. Streichen Sie 5 Minuten lang mindestens $10.000 pro Minute durch Weltherrschaftsdiebstahlaktivitäten ein, ohne dass sie die benötigte Anzahl ihrer Beutestücke verringert. Wir kriegen jetzt also doch noch weiterhin Besuch. Nehme ich einfach mal an. Und werden wahrscheinlich noch mehr Besuch von Dieben bekommen, die die Sachen zurückstehlen wollen. Also, 5 Minuten lang $10.000 pro Minute. Das klingt machbar. Oh, sagen wir uns mal forschen. So. Gewünschter Cashflow nimmt ab. Ja, nee. So, das muss noch zu Ende geklaut werden. Das da... kann noch nicht geklaut werden. Und wir sollten schon mal die Leute dahin bringen, wo sie hin müssen. Also, 1, 2, 3, 4, 5 Kung-Fu-Kämpfer. Die müssten richtig gut Geld bringen. Und dazu noch 2 davon. Das wollte ich nicht. So, und dann noch hier. 1, 2, 3, 4, 5 Söldner. Eine Wache. Und ein PR-Manager und ein Kammerdiener. So. Wollte ich immer noch nicht. Also blau und da, das andere Neuner-Gebiet. Eigentlich müssten wir jetzt noch gelb Leute hinschicken. Machen wir einfach mal. Also den PR-Manager behalten wir zu Hause zum Trainieren. Diplomat genauso. Also Kammerdiener. 3 Stück ist okay. Und noch. Das waren zu viele. Noch mehr Wachen. So. Sind hier zwar ganz schön viele Einheiten, aber damit müsste es eigentlich hinkommen mit dem Geld. Und es muss ja nur für 5 Minuten geklaut werden. Also wir müssen gleich nur noch darauf achten, dass auch die richtigen Sachen gemacht werden. Also hier soll gestohlen werden, das ist richtig. Hier wird auch gestohlen. Hier wird auch gestohlen. Warnung, feindliche Personen in Basis.
5 Techniker müssen gleich auch noch hier arbeiten. Während wir eine Mission machen, also noch bei den Totenpfahl stehen, können wir auch nebenbei stehlen, richtig? Ich glaube schon. Ah! Doofe Mariana Mamba verstecken. So, irgendwelche neuen Daten? Nö. Neue Forschung. Wir können den Atomreaktor weiterforschen. Sehr schön. Haben wir jetzt kalte Fusion in den 60er Jahren oder wie? Na gut, schauen wir mal. Oh, oder eine Atombombe. Ja, das hätte doch was. Einfach Geld bekommen, damit wir die nicht benutzen. Wie manche andere Länder das ja auch machen. Ihr seid unsere Leute. Du bist verwirrt. Schleicht sich irgendwo jemand rein? Ja, aber die haben schon einen Tech. Ihr habt keinen Tech. 1 Million Dollar Schein. Sehr schön. Gelungen. Flupp. Und ihr könnt alle nach Hause. So. Wir haben 6800. Das reicht nicht. Wo fehlen noch Leute? Die hier unten, weil die sich verstecken. Wegen dieser doofen Marianne. Ah, 13.800. Das ist doch gut. Also 5 Minuten lang. Schaffen wir also diese Folge auch noch. Behalte ich jetzt nochmal so ungefähr im Auge. Die Zeit. Du. Was bist du? Schon wieder dieser Wissenschaftler. Ich denke jedes Mal, das wäre so ein Pampers-Ermittler. So, ihr braucht noch Tags. Ihr habt schon Tags. Du bist ein Tourist. So. Du solltest gestohlen werden. Komm schon, verzieh dich. Ha, wir sind durchgedreht. 151 erst. Oh. Ich hätte gedacht, dass durch diese super Beutestücke das richtig in die Höhe schießt, aber nicht wirklich. Na gut. Oh, sie ist weg. Sehr schön. Los geht's. Stehlen. Und ja, selbst während wir die Mission machen, können wir stehlen. Das ist sehr gut. 21.000 die Minute. Goodie, goodie. Das heißt, in den 5 Minuten werden wir jetzt 100.000 Dollar machen. Schöne Sache. Auch wenn unsere Schatzkammer wahrscheinlich nie wirklich voll werden wird. Die da vielleicht, aber das hier ist utopisch, würde ich sagen. Ha, wenigstens 1 Million schon mal drin. So. Da. So. Weltkarte. Totempfahl ist gleich durch. Oh, was haben wir Neues? Nervengas, Käfigfalle. Okay. Falle. Nervengasfalle. Also einfach nur Giftgas, nur ein bisschen stärker. Gasfallen. Giftgas entzieht Gesundheit. Nervengas entzieht Klugheit. Oh. Klugheit war doch, wenn Klugheit auf Null fällt, ist die ganze Wut weg. Ganzen Eingangsbereich mit Nervengas zukleistern. Aber ja, da wird es wieder unsere Leute auch treffen. Wäre nur trotzdem lustig. Aber na gut. Wird auf jeden Fall gebaut, um weiter verforscht werden zu können. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, gab es da noch 3 andere Gassorten. Das heißt, es gibt noch richtig viele Gegenstände zum Erforschen. Ja, sehr schön. Also momentan, das Spiel ist echt genial. Ich hätte gedacht, wir haben schon langsam alles, aber da kommt ja immer wieder was Neues dazu. So, das war Nummer 3 von den Totenpfählen. So, gelungen. Wie viel haben wir verloren? Gar nichts. Das heißt, wir stehen noch fleißig weiter. Keine Agenten, keine Agenten, keine Agenten. Und wenn ich so richtig auf die Uhr schiele, müsste das so in 1 Minute vorbei sein. Dieser Auftrag hier. Und dann fehlt nur noch wahnsinnig 200. Das heißt, wenn das abgeschlossen ist, haben wir unsere Ruhe. Dann bauen wir uns auf. Dann machen wir das hier und dann kriegen wir wahrscheinlich die neue Insel.
Optional fehlt immer noch Teil 4 von dem Totkopf. Das können wir dann auch machen, sobald es ruhig ist. Wir schicken einfach in jedes Land auf der ganzen Welt einen Techniker und einen Wissenschaftler. Neue Objekte stehen zum Kauf. Also ein Techniker und oder ein Wissenschaftler. Ist, glaube ich, eher besser. Den da haben wir schon, ne? PR-Manager, ja. Den Astronauten haben wir noch nicht. Und den Playboy haben wir noch nicht. Oh, Agenten. Die ignorieren wir erstmal. Da können unsere Leute ruhig sterben. Wir brauchen das Geld. Multimedia-Bildungsbereich. Nein. Noch mehr für diesen Raum. Da muss das mal alles weg. Wir brauchen Platz. Du. Ha, da. So, hier müsste jetzt auch genug Platz sein dafür. Neue Forschung. Hä? Wir erforschen Fernsehstudio. Ergebnis ist eine Nervengas-Käfigfalle. Könnte man jetzt ein wenig zynisch sehen, was die Klugheit angeht und so. Aber, na gut. Der Totempfahl sollte nicht bei unseren Leuten sein. Wo ist Totempfahl Nummer 3 abgeblieben? Wir haben schon so viel Zeug hier überall rumstehen. Er kommt nicht raus. Dahin. So. Du kannst jetzt hier auch wieder rausgehen. Sehr schön. Was noch, was noch? Die 5 Minuten müssten längst vorbei sein. Jedenfalls gefühlt. Seid ihr böse? Ja, ihr seid böse. Eindringling wurde mit Schwächen-Tag markiert. Ihr seid auch böse. Weltkarte. Oh, bitte nicht unter 10.000 fallen. Bitte nicht unter 10.000 fallen. Oh, das war schon. Okay. So, Agent ist weg. Sehr gut. Agent ist da, aber es sind 5 Kung-Fu-Kämpfer hier. Da dürfte nicht viel passieren. Die Agenten hier sind auch weg. Wut hält sich in Grenzen. Grün ist stinkig. Gelb ist stinkig. Rot ist als einziges wahrscheinlich nicht stinkig. Oh, Orange geht auch noch. Also wir können theoretisch noch hierhin Leute schicken. Ich glaube, das mache ich auch mal. Einfach nur, um noch mehr Geld zu verdienen. So, irgendwelche Nachrichten? Forschung erfolgreich, Information, Forschung erfolgreich. Da ist es doch. Sehr schön. Obwohl, du kannst mal gefangen genommen werden. Einfach so für einen Spaß. So, gewünschter Cashflow wird gehalten. Was sagt die Mission? Hauptmission. Beute und Plünderung abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Eigentlich wollte ich jetzt alle Leute abziehen und gucken, ob das mit der Wut jetzt klappt. Aber ich bin gierig, ich will erstmal noch ein bisschen Geld haben. Sobald wir über 1 Million sind, dann können wir alle Leute zurückholen und gucken, ob wirklich keine Agenten mehr kommen. Oder einfach nur wesentlich weniger als vorher. Weil wenn dem nicht so ist, dann war das die falsche Mission, die wir gemacht haben. Ich wollte ja primär die Mission machen, die dafür sorgt, dass wir durchgehend so viele Besucher auf der Insel haben. Das heißt, es könnte auch ganz gut die Hauptmission sein mit dem 200 Berühmtheit. Das fände ich allerdings ganz schön übel. Wobei, ohne Druck wäre es wahrscheinlich viel zu einfach. Also wenn wir jetzt durchgehend uns aufbauen könnten, dann eine Mission machen, wieder durchgehend aufbauen, eine Mission machen, dann wäre wahrscheinlich gar keine Herausforderung bei dem Spiel. Ein schlechter Agent. So. Also ihr seid alle fleißig am Clown. Mariana ist mal wieder hier in Afrika. Die Jungs sind noch unterwegs. Jo, okay. Dann speichern wir nochmal ab. Zack. Nachfolge 51. Und wir sehen uns gleich wieder.